Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei EMPTV. Ich bin die Jenny und heute geht es um spooky Fakten zu Horrorklassikern. Punkt Nummer 1. Michael Myers, der geistesgestörte Hauptcharakter der Halloween-Reihe. Bekannt wurde er durch seine Markenzeichen, die Maske und das Messer. Zu dieser Maske gibt es eher einen Fun Fact, denn es diente niemand Geringeres als Vorlage als Captain Kirk aus Star Trek. Punkt Nummer 2. Paranormal Activity war der profitabelste Film aller Zeiten. Für die Produktion wurde ein Budget von lediglich 15.000 US-Dollar angelegt. Das Einspielergebnis war aber am Ende, haltet euch fest, 193 Millionen US-Dollar. Der Film hat dadurch eine Kapitalrendite von 1,28 Millionen %. Punkt Nummer 3. Tim Curry spielt im Originalfilm S den Clown Pennywise. Der Fun Fact hierbei, die knallroten Haare sind tatsächlich seine echten Haare. Punkt Nummer 4. Die paranormalen Detektive Ed und Lorraine Warren aus The Conjuring gibt es wirklich. Der Film basiert tatsächlich sogar auf realen Erlebnissen, die die beiden mit einer Familie gemacht haben. Mega krass. Mega krass. Und Fakt Nummer 5 ist tatsächlich mein Lieblingsfakt, warum auch nur. Die Katze aus Friedhof der Kuscheltiere wurde von insgesamt 7 Katzen dargestellt. Ja! Punkt Nummer 6, der Film Scream sollte eigentlich Scary Movie heißen. Dazu kommt, dass der Film Scary Movie eigentlich, und jetzt passt auf, Last Summer I Screamed Because Halloween Fell on Friday the 13th heißen sollte. Und jetzt wird es richtig gruselig mit Fun Fact Nummer 7. Der Film Psycho war der erste amerikanische Film, in dem eine Toilettenspülung zu sehen war. Ist das krass? Ja. Punkt Nummer 8. Blair Witch Project, der Film, der hoffentlich uns allen gut in Erinnerung ist, ist tatsächlich hauptsächlich von den Schauspielern improvisiert. Die Schauspieler hatten lediglich kleine Kärtchen, wo Eckpunkte zu ihren Charakteren draufgeschrieben waren, und es wurde in einem Wald die ganze Zeit gefilmt. Wenn also ein Schauspieler eine Pause brauchte, gab es das wunderschöne Codewort Taco, und alle Beteiligten wussten, okay, er ist jetzt gerade nicht mehr in seiner Rolle. Punkt Nummer 9. Der Hauptcharakter, der Hai in Der weiße Hai, war eigentlich sogar ziemlich schüchtern. Es dauerte ganze 1 Stunde und 21 Minuten, bis der Hai im Film zu sehen war. Und Punkt Nummer 10. Im Film Poltergeist gibt es eine Szene, in der Jo Beth Williams von Untoten in eine Baugrube gezogen wird. Darin zu sehen mehrere menschliche Skelette und eine geschockte Frau. Was aber jetzt wirklich schockt, und das finde ich auch selber mega krass, es handelte sich dabei um echte menschliche Überreste. So, liebe Leute, das war's mit unserem Halloween-Special. Was ist denn euer liebster Horrorfilm? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und vergesst natürlich nicht, wie immer, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, damit ihr für jedes neue Video benachrichtigt werdet. Ich bin die Jenny und ich gehe jetzt Halloween feiern. Ciao!